Nachdem hier meine Randschüttung ziemlich durchgetrocknet ist, kann ich mich dran machen zu schottern. Ja, schön, ich hätte dafür auch einen Pinsel. Wo mag ich den wohl abgelegt haben? Nee, ne? Da. Und wäre auch ganz schön, ich könnte mich hier auf einen Stuhl stellen. Jetzt ist gut. Ich habe die Schotterroutine etwas verloren. Ich merke gerade, dass ich nicht so ganz mehr weiß, wie man das am flottesten auf die Reihe bringt. So, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt werfe ich die Außenseite auf. Und zum Glück erinnere ich mich an meine eigenen Sprüche erst zur Schiene hin, dann die Schwelle sauber machen. Dann außen eine glatte Linie ziehen. Erst zur Schiene hin, dann die Schwellen sauber fegen.
Und dann von außen wieder eine glatte Linie ziehen. Das Ganze noch von der anderen Seite. Erst zur Schiene hin, Schwellen sauber machen. So, das nächste wäre jetzt das Träufeln. Erstmal mit aller Kraft hier zwischen die Schwellen im Schieneninnenraum, im Schwellenzwischenraum. Und von da aus geht schon eine Menge auf die Außenseiten über. Nachdem das getan ist, von der Außenseite her Stück für Stück, nochmal so richtig gründlich.
So, das wäre das.